You never regret the things you said. You always just regret the things you didn't say. Right? It's like, who has ever seen some 90-year-old woman lying on her deathbed saying something like, I shouldn't have told him I love you. Nobody, right? It's always the things you felt and you still didn't say that you regret afterwards. But you can't fail if you say what you feel. Anyway, I learned failure doesn't exist. You can't fail if you're passionate about something. Entschuldigen Sie, ich dachte, Sie sprechen Armenisch. Ihr Schriftzeichen. Leider nein. Können Sie das lesen? Die Buchstaben ähneln dem armenischen Alphabet. Vielleicht Altarmenisch. Reisen Sie das erste Mal nach Armenien? Ja. Der heilige Berg Ararat. Wirklich sehr beeindruckend. Manchmal im Winter, wenn es ganz klar ist, dann glaubt man, die Arche zu sehen aus dem Flugzeug. Und wann können wir uns wiedersehen? Wer weiß? Armenien ist ein Land voller Geheimnisse. Viele Menschen kommen hierher, um die Arche zu suchen. Ich suche nur nach Dingen, die ich auch finden kann. Also, wo kann ich sie finden? Oh, sie hätte ich jetzt nicht erwartet. In der Nummer, die Sie mir gegeben haben, war wohl ein Zahlendreher. Naja, immerhin haben Sie jetzt meinen Bruder kennengelernt. Ja, was für ein glücklicher Zufall. Sie hat uns die Software mitgebracht. Mischko! Jano! Mogę mi nebite prepoznat. Ja tebe po kapi. Boga mi ne biti prepozno. Jeli? Kako je Mira, Boga? Spremamo se za svadbu. Opet se udaje. Ja se udajem. Biće neka večera. Nećemo se razbacivati na svakojake gluposti što meni sad padaju na pamet. Znaš da te još nikad nisam videla bez kapi. Spinnst du, hä? Weißt du eigentlich, mit wem du es hier zu tun hast? So gefährlich. Anna! Ich kann schon gut auf mich selber aufpassen. Nein, das kannst du nicht. Die legt dich um, wenn du denen in die Quere kommst. Anna, die werden dich umlegen, nicht mich, okay? Hey, du tickst doch nicht mal ganz richtig. Diese Eifersuchtscheiße, genau das habe ich befürchtet, Mann, verpiss dich. Was weißt du denn schon, hä? Ich weiß genug, um zu wissen, dass du Gott dein Leben wegwirst. Und wenn du es nicht selber wegwirst, dann wird der Wiener es für dich tun, okay? Er hat vor, dich umzubringen, du spürst doch auch ganz genau. Scheißegal, ob du eine Nutte bist oder Drogen nimmst oder sonst was. Frank, du bist so ein Arschloch! Hau ab! Hau ab! Hör auf, dich in mein Leben zu mischen. Hallo, Albrecht. Guten Tag, Marie. Ich übe gerade das Stück von Bach für die Vorführung. Ich weiß, es ist eine unübliche Frage, aber könnten Sie sich's vielleicht anhören und mir Ihre Meinung dazu sagen? Meine Meinung? Ja, da gibt es noch ein paar Stellen, wo ich mich ein wenig unsicher fühle. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen Ihre Unsicherheit nehmen kann. Sie müssen mir nur zuhören. Wenn ich oft genug vor einer Person übe, dann verschwindet die Unsicherheit. Das ist ein Trick. Sie ist von uns gegangen.
vor 2 Jahren. Es war eine ganz schön harte Zeit für uns alle. Erst kurz vor ihrem Tod erfuhr ich, dass sie im Sterben lag. Keinen Kummer wollten sie mir machen. Bin ich tot? Absolut nicht. Muss ich mich jetzt taufen lassen? Oder beichten? So ein Quatsch, ich bin auch nicht katholisch. Mach dich locker, fühl dich wie zu Hause. Wo ist der Haken? Gibt keinen Haken. Im Paradies ist alles super. Und hat's geschmeckt? Oh, das ist sowas von angebrannt. Gut gemacht. Genau. Hast du Bock auf Dessert? Mhm. Mal wie, wann ich das letzte Mal Melone gegessen habe. Was ist mit dir los? Keine Ahnung. Die Gerüche. A step. A year is a tango. A day is a chance encounter. A year, says love.